Bonjour bisomme, bij Frau der Fresh empfangen wir heute Monique von ihr Stoß, uns zu zaubern. Zuerst aber lösen wir uns Blumen an. Elsass ist dafür bekannt und es gibt uns Zeichnungen, eine, zwei, drei, sogar vier Blumen. Für die zu bekommen, brauchen die Gemeinde rot. Wie das klappt, sehen wir gleich. Il faudrait tout de même mettre une tache au moins. Alors, des couleurs, hein, c'est oui, c'est des petites feuilles jaunes, c'est vivace, ça revient au printemps. Lysimachia ramularia. Blumen und Pflanzen müssen ernst genommen werden. Das probiert auf jeden Fall die Gemeinde von Hipsen. Dieses Jahr konkurriert sie für eine erste Blume zu erhalten beim Wettbewerb Ville et Village Fleury. Ein paar Leute vom Komitee sind auf Tournee für Rotstädte zu gehen, bevor die Jury vorbeikommt. Was sind noch gepflanzt? Olivier Bonsai und Lavande. Ich habe Ekorz gemacht für die Natur geblieben. Ich habe ein bisschen Lach. Mais on fera. C'est mieux que les petits cailloux. Wenn wir tun, es hohes, das setzen, da vorne, das steht gar nicht passen. Da müssen wir dann etwas Niederes setzen und die höheren Pflanzen müssen wir dann behalten, verhindern, dass es rausholt. Eins ist sicher, es muss harmonisch aussehen. Mit Farbe, aber nicht zu viel, Vielfältigkeit, aber kein Chaos. Und das gilt auch für Dekorationen. Ça, ce serait bien d'aérer peut-être un peu et d'en déplacer certaines. Wie Hipsen probieren dieses Jahr die 50 Gemeinden eine première fleur zu bekommen. Es geht bis zu vier mit dem Label, das im Elsass entstanden ist. Man muss pflanzen, dass man nicht zu viel Wasser braucht und dass die Leute nicht zu viel arbeiten. Pflanzen, wie man in der Boden pflanzt, wie Hortensia oder andere Sachen, die immer kommen. Und sonst, Kommunen haben immer weniger Geld, nur müssen Pflanzen, die bleiben. Unter den Klassikern Geranium, die in der Gemeinde von Chineuil ausgewählt worden sind, für die Mairie zu dekorieren. Hier wird dieses Jahr auch probiert, eine erste Auszeichnung zu bekommen in der Kategorie Aménagement paysager. Plus le contenant est grand, mieux vont se porter les plantes. Hein. Ouais, tout à fait. Oui. Et moins vous aurez d'arrosage. Holzgüter, Elsass, Romartort, Geranium, Garn. C'est une plante qui m'a fait viel. Wenn man in Entlang findet, wie ein Schnogen ist, das muss man auch sagen. Man braucht nicht viel Pflege. Tendenzen verändern sich regelmäßig. Seit der Entstehung des Wettbewerbs vor 62 Jahren, als die Leute noch im Krieg Farbe gebraucht haben. Ein Blumenhorn oder mehrere bleibt heute noch eine gute Auszeichnung. On peut garder le Coleus avec le Dragon Wind, seulement il faut un Coleus qui devient un peu plus haut et qui pousse un peu plus fort. Du gehst nicht fort mit dem Bus, aber sie sehen euch, wo ich schön neu bleibe. Nur können sie herumlaufen, sie nehmen viele Fotos. Und deswegen wollen wir ein bisschen developieren, dass sie etwas kennen und viertens ansetzen. Für ein Dorf ist es eine Image de Marque. Es gibt Leute, sie kommen extra visitieren, wenigstens Dörfle, die schon vier Blumen haben. Seine Röfpflege bringt auch Kosten. Für Feierchen sind es 20-30 Euro im Jahr für das Budget Florissement. Die Gemeinde hat seit 2011 drei Blumen. Wir sind stolz auf die drei Blumen und hoffen, dass unsere Leute, wie du in Feierchen wohnen, euch mitmachen. Drei Blumen ist eine Vision global auf die Gemeinde. Das heisst, weniger Wasser auf dem Kirchhof angegangen, als was man auf den Boden schmeißt, dass man gar nichts mehr schmeißt. Und das heisst auch, Dürrpflanzen setzen neben jährlichen Blumen. In Feierchen machen die Gemeindeangestellte sogar einen Plan jedes Jahr, für wissen, was anbühen. Wir haben dann ein Paillage gemacht mit Fève de Kakao. Das haben wir extra gemacht, dass man weniger Wasser braucht. Es kommt weniger Unkraut raus und es bringt auch ein bisschen Nahrung im Boden für Pflanzen. Wir müssen uns auch richtig anstrengen, dass es ziemlich gut diversifiziert ist. Nicht nur mit selben Espèce-Namen und dass die Farben zusammenpassen. Mitte Juli, während der Woche, ist eine Tournee in der Region geplant, für Blumenpreise zu teilen und bestätigen. Mit Jury aus dem Tourismusbereich, Politiker und Fachmänner, 350 Gemeinden haben schon ein Label im Elsass. Blumen
hat sie auch gern. Überhaupt im Theater, wo sie oft ein Bürenmeidl spielt, Mönig von Jörgstuss ist unser Gast bei Frach oder Frisch. Ich bin Mönig von Jörgstuss. Ich wohne in Zauberen. Bin in Straßburg geboren. Mir hört es manchmal noch. Und voilà, ich bin jetzt in der Retraite seit anderthalb Jahren. Vorher bin ich Infirmière gewesen. Bist du frach oder frech? Ja, ich bin frech. Rechts oder links? Ja, hinten ein bisschen links. Was denkst du von der Chaussette in der Klakette? Das kann ich absolut nicht sehen. Bist du ein Theatermensch? Ja. Ja, das kann man sagen. Was ist deine Lieblingsrolle? Also, wie soll ich sagen, ich habe nie so schöne, feine Rollen von schönen Madame. Ich bin immer ein bisschen wie das Bürenmeisel, der Batschi oder ja, so im Roll. Das geht mir gut. Hat es gefehlt, das Theater, in den letzten Monaten? Ah, ja, natürlich. Wir haben zwar in Visio wieder geprobt, aber es ist doch nicht selber, als wenn man sie treffen kann. Mit oder ohne? Immer mit. Und warum dann eben nicht mehr ohne, wenn es mit auch geht? Wie fluchst du? Ich habe eine alte Chefin, die hat uns immer gesagt, grüt verletti noch einmal.